Moin Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier vom Kanal. Heute nächste RTG-Folge. Heute geht es natürlich direkt rein ins Level Up Team 2 in die WL. Und ja, ihr seht schon, ich habe Nunez gekauft, habe Ferran Torres SBC abgeschlossen, das habt ihr gesehen. Kaio haben wir gezogen, Jallo habe ich noch eingekauft. Und das war das erste Team, was ich gemacht habe. Da stand ich jetzt 8-0, das heißt, ich musste noch zwei Games mit Jallo maximal drei Tore kriegen. Mit Ferran Torres halt noch 12, ein paar Flanken mit Kaio. Ich hatte zu dem Zeitpunkt auch schon Kaludo und sowas fertig, auf dem Stand Vati, und habe dann so ab Spiel 11, 12 oder so das Team umgestellt, oder ab Spiel 10, glaube ich, und habe dieses Team gespielt. Da fragt euch jetzt, wo ist Nunez? Nunez sitzt auf der Bank, die Aufgaben zählten aber trotzdem, weil man muss mit 4 Prem-Spielern spielen und man kann Nunez dann auch einwechseln. Er muss nicht in der Startelf spielen, und deshalb konnte ich 6 Spanier reintun für Ferran Torres, 5 Holländer reintun für Malen. Ich hätte das Ganze auch mit Berardi machen können, der braucht 5 Italiener, habe mich aber für Malen entschieden, weil es war einfach von der Nation her ein bisschen einfacher, weil ich zum Beispiel Weghorst hatte. Und ja, habe dann dadurch Ferran Torres weitergemacht, Malen weitergemacht und Nunez weitergemacht. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich dann auch Caio Henrique und Jallo schon fertig. Habe ich jetzt euch nicht noch gezeigt, wie ich ihn abgeholt habe. Aber so wisst ihr ungefähr, worauf es ankam. Heißt also, ich habe die WL ja gespielt. Wir stehen zu dem Zeitpunkt, glaube ich, 14-0. Was musste ich jeweils machen? Vorlage mit Ferran Torres jedes Spiel und in jedem Spiel ein Tor mit Malen und ein Tor mit Nunez. Also zwei Tore muss ich mindestens machen, kurz gesagt, und eins davon muss ich, wie gesagt, ja, vorlegen mit Ferran Torres. Nunez muss immer treffen. Das war so der Fokus, den ich gelegt habe. So wie in der letzten Woche war es mir tatsächlich, ich will nicht sagen, es war zweitrangig, ob ich mal ein Spiel verliere, weil mir war wichtig, dass ich halt schnell die ganzen Games heizen kann. Man muss ja so viele Spiele machen, und ihr wisst das ja, die WL ist für mich persönlich immer der einfachste Spielmodus, weil es ist einfach leichter als die Elite Division. Es ist nun mal Fakt. Oder als zum Beispiel auch diesen Tots Cup oder wo auch immer, da habe ich ja Elite Division Matchmaking, und man spielt ja, ja, weiß ich nicht, bestimmt 12, 13 Spiele, wahrscheinlich nicht mal gegen Leute, die in der Elite Division sind oder sogar teilweise noch deutlich schlechter. Also das war dann immer wieder sehr angenehm, und so kann ich dann natürlich viele Spiele in kurzer Zeit machen und im besten Fall ja dann auch noch gute Rewards öffnen. Das hat auch geklappt, wir haben Rang 1 geholt, das habt ihr schon gelesen, gesehen im Video-Thumbnail, da erzähle ich euch nichts mehr Neues. Ihr fragt mich natürlich, wie fand ich denn die einzelnen Karten? Und da muss ich schon mal direkt mit dem größten Fraud anfangen, ja, mit dem größten Fehler, den ich gemacht habe, vom Gefühl, ja, dass ich Ferran Torres abgeschlossen habe. Natürlich kein Fehler in dem Sinne, weil ich mache natürlich sowieso jede Karte, aber ich gebe euch einen Tipp, wenn ihr auf PlayStation 5 spielt, ich kann euch Ferran Torres nicht empfehlen. Ich habe auch mal so rumgefragt in meinem Stream, ob da, weil ich weiß ja auch, dass viele von euch den machen, es gab fast kaum einen, der den richtig gut fand, außer Leute, die auf Old-Gen spielen. Und es ist ja häufig so, dass Karten, die auf Next-Gen richtig gut sind, wie beispielsweise Czech, auf der Old-Gen dann einfach nicht so gut sind. Und das könnte jetzt so ein anderer Fall sein. Wie gesagt, ich habe jetzt den geupgradeten Torres noch nicht so viel gespielt. Der hat 5-Sterne-Skills, aber der war wirklich, der 92 war wirklich nichts Besonderes. Und im Vergleich zu so einem Sterling habe ich mich gefühlt deutlich schwieriger getan. Sterling fand ich einfach deutlich besser, und das ist eine Karte, die ich euch nicht empfehlen kann. Wen ich allerdings sehr empfehlen kann, ist Darwin Nunez. Die Preise aktuell schwanken natürlich ziemlich, aber Nunez auf jeden Fall einer, den ich auf jeden Fall mitnehmen würde mit 5-5. Ich kann nochmal für euch daran erinnern, die Goldkarte wurde ja am Anfang relativ viel gespielt und war auch echt gut. Der hatte 3-3, der hatte auch mal kurze Zeit so eine Glatze. Vielleicht könnt ihr euch erinnern, da gab es ja teilweise waren ja auch die WM-Icons, das Drogba aussah wie Maldini und so. Wir hatten ja schon viele Fehler in dem Spiel, und das war unter anderem ja auch einer, dass Darwin Nunez irgendwie so ein falsches Player-Model oder so monatelang oder wochenlang hatte. Trotzdem, den fand ich wirklich sehr, 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 sehr gut. Nicht wundern, ich habe dann natürlich auch immer mal wieder, wenn ich die Aufgaben fertig hatte, eingewechselt. Zum Beispiel habe ich dann nochmal ein bisschen Werner gespielt, Cavani gespielt, Rijkaard habe ich ein bisschen dann auf dem Flügel getan. Werner ist in meinen Augen immer noch mit der Beste. Der macht mir immer noch am meisten Spaß. Ich finde den unglaublich krass im Sturm. Und ja, Malen war so, ja, auch ohne Schalke-Brille, meine Freunde, fand ich jetzt nichts so Besonderes. Er ist eine gute Karte, ist schnell, schießt die Bälle rein, hat halt 4-4 gehabt. Der andere hat 5 Sterne Skill muss. Wie gesagt, ich habe jetzt immer nur die nicht geupgradeten Karten gespielt. Das ist natürlich wichtig bei meiner Bewertung. Außer Werner in dem Fall, logischerweise. Das seht ihr aber auch, dass es schon der 96er war. Was soll ich sagen? Also Malen war halt okay, aber viel mehr als 40k, 50k würde ich für den auch nicht hinlegen. Wahrscheinlich auch nicht für die geupgradete Version. Also das ist so eine Karte wie jede andere. Ja, ich fand den jetzt nicht besser als Kolo Muani Tots zum Beispiel. Also der kostet ja auch nur noch
weiß nicht, ein paar Öcken. Also mittlerweile ist es ja fast gar nichts mehr wert. Von daher, ja, ich bleibe allerdings dabei, dass ich die Promo toll finde. Ich möchte hier nochmal an euch appellieren, falls ihr die Promo nicht so geil findet. Gutes Argument, dass man die Pro vielleicht doch nicht so schlecht findet. Man kriegt beispielsweise für 5000 Münzen und ein Squad-Battle-Game Atal 93 mit unfassbar kranken Stats, fast alles um die 90, 5 Sterne Weakfoot, kann sogar ZM. Und ihr müsst ihn einfach nur kaufen für 100.000 Münzen. Spielt ein Squad-Battle-Games, verkauft ihn wieder für 100.000 Münzen, macht 5k Steuerverlust und habt einen 93er Atal. Im Zweifel sogar als SPC-Futter, wenn ihr das braucht. Also, ich finde die Promo immer noch richtig gut. Ich sag's euch so, wie es ist. Ja, das mit den teuren Spielern ist natürlich ein Problem, dass viele Leute da nicht rankommen, von euch auch. Und ich würde es auch nicht schaffen ohne Koop. Aber das ist bei jeder anderen Promo genauso. Ich erinnere an die Shapeshifter. Da war ein 99er Pelé halt für mich auch niemals zu erreichen. Und jetzt habe ich sogar die Möglichkeit, die zu bekommen, wenn halt ein Freund oder ein Kollege eine gute Karte zieht. Ne? Wenn jetzt ein Freund von mir Pelé 99 Shapeshifter ziehen würde, könnte ich den nicht erspielen auf meinen Account. Wenn jetzt aber einen Varan zieht, dann kann ich den auf meinen Account so ein bisschen rüber transferieren, versteht ihr? Ich finde es immer noch sehr cool, auch wenn es viel zu spielen ist, das verstehe ich, aber man muss ja auch nicht alle Karten machen, deswegen gebe ich euch hier immer wieder ein bisschen Feedback. Team war wie gesagt ganz cool, wir haben alle Aufgaben direkt geschafft, alles abgeschlossen und 20-0 geholt. Das letzte habe ich dann wie gesagt auch noch gemacht für Ferran Torres. Ihr seht jetzt erstmal die Rewards, viel Spaß damit, meine Freunde. Gehen wir rein in die Rang 1 Rewards. Schauen wir mal. Was würde uns helfen? Roter Benzema wegen Tchouaméni und wegen natürlich auch zum Beispiel Camavinga, der ja auch noch relativ frisch ist. Jonathan David wegen Thiago Giallo und Davis. Ja, Kingsley Coman in Rot. Fände ich ganz cool. Marcus Rashford wäre super. Sowas. Sowas. Ansonsten von den Level-Up-Karten kann ich nur die teuren gebrauchen. Der Rest hilft mir nicht weiter. Also Tchouaméni, Goretzka, Martinelli. Und natürlich Ware an. Ganz klar. Gucken wir mal rein. Kurz und schmerzlos. Wie viele Level-Up-Karten wir bekommen. Ich bin tatsächlich auf die Picks fast schon hypter als auf die hier auf die roten Dinger. Gucken wir mal. Okay, das ist schon mal leider keine so gute Bewertung bis hierhin. Nummer 3. Kommst du bis ein, zwei Abstoßdinger? Die sind dann direkt 90 plus. Das ist immer praktisch dann. Und Nummer 4. Bitte, 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 bitte. Nee. Okay, wir haben immerhin. Naja, die Bewertung ist auch nicht gut. Also, so ein 90er oder so kann auf jeden Fall mal rausspazieren, teilweise. Oder zumindest eine Special Card. Das war schon mal nix. Okay, nicht schlimm. Wir gucken einfach mal, wie viele wir wie immer doppelt haben. Ich habe euch ein paar rote aufgezählt, die ich gebrauchen könnte. Wirklich ja wie immer nur die guten. Okay, Zinchenko und Ødegaard. Ja, hatte ich halt schon 20 Mal zur Auswahl, die beiden. Wir nehmen mal Luka Modric. Den dann finde ich so langweilig. Ich mache damit gleich noch so ein, dieses 90er-Team von dem Shapeshifter-Pick. Auch wenn ich die Roten eigentlich sammle, aber tut mir leid, ja, Ødegaard und Zinchenko, bei allem Respekt, ne? Casemiro, Martinelli haben wir noch. Okay, Casemiro können wir ja mal mitnehmen für den 90er. Den gebe ich dann auch logischerweise nicht ab. Der ist ja zumindest mal ein bisschen interessant. Passt zu Varane. Ganz cool vielleicht, kannst du nur ZDM, aber ich dachte, ich habe den letztens schon mal gehabt. Dann hatte ich ihn, glaube ich, zur Auswahl und habe ihn nicht genommen. Ah, um ehrlich zu sein, auch jetzt nicht richtig gut. Letzter Pick. Gucken wir mal. Auf geht's. Oh, Bernardo, cool. Den habe ich auch noch gar nicht gehabt und auch noch nie gespielt. Auch seine Topskarte nicht. Der ist fresh, muss ich sagen. Ich weiß zwar nicht, was der kostet, aber City natürlich hat auch immer jede Menge Karten im Moment gehabt. Den sieht man auch relativ selten. Der kann sogar auch RM, was praktisch ist zum Teambau. Ja, den können wir doch mal mitnehmen. Der ist doch cool. Den sieht man selten. 400.000 kostet sogar noch. Oh, crazy. Dann geht's weiter. 50k-Pack. Wie viele Level-Up sehen wir? Wird es bei 0 bleiben? Ich habe eine Vorhersage gemacht in meinem Stream. Wir öffnen die ja immer live, wisst ihr ja. 20% haben nur auf 0 gesetzt. 48% haben auf einen gesetzt und 32%, also die restlichen dann auf 2 plus. Also wir haben auch noch das 5er Finals plus, da kann natürlich auch noch was rauskommen. Aber da könnte auf jeden Fall ordentlich Kanalpunkte flöten gehen in der Runde. Jetzt ziehen wir einen 86er Silver, auch das, ja, wie soll ich sagen, ausbaufähig. Llorente, der war mal teuer. Bonucci, ja, es ist alles, können wir alles mitnehmen in den Verein. Kurz und schmerzlos. Nicht ganz so gut. Und
Letztes 125er. Auch keine Level-Up-Karte. Zumindest nochmal einen Walkout. Weil die kosten halt auch gefühlt gar nichts mehr, ne? Aber okay, nehmen wir mal mit. Hernandez, Silva, Tah, Clinton, Mata. Okay, dann können wir jetzt Coins machen. Wir brauchen noch ein bisschen was für Martinelli, meine Freunde. Wir brauchen noch ein bisschen was. So ein 100k-Tots, wenn wir so mit 150k hier rausgehen, wäre schon gut. Aber es ist schwierig. Gehen wir rein. Das zweite dieser Woche. Wir haben ja am Donnerstag schon eins wieder bekommen. Was kriegen wir diese Woche? Frankreich? Ach nee. Was für Klaus. Frankreich hatte ja Potenzial. So ist ja nicht. Was haben wir dahinter? Ach du Heilige. Ja, das sind 30. Nochmal 30. 60. 80k. Schwierig. Formulieren wir es mal so. Schwierig. Schwierig, schwierig, schwierig. Nicht gut, aber okay. Dann letztes 5x84 Plus. Die letzte Möglichkeit noch, um was Brauchbares mitzunehmen für heute. Dafür waren die Rewards in den letzten Wochen super. Toni Kroos darf natürlich nicht fehlen. Also nicht so schlimm, wenn die diese Woche nicht ganz so gut waren. Vergleichsweise. Vielleicht ja jetzt mit... Nee. 84er Müller und Bellingham. Alles klar, dann sollte es gewesen sein. Dafür haben wir aber gameplay-technisch richtig rasiert. Ferran Torres fertig, habe ich vorhin schon abgeholt. Ihr habt das jetzt zwar nicht mehr gesehen im Video, aber nicht so schlimm. Ich werde natürlich Nunes jetzt noch eben fertig machen, dann verkaufen und dann, ja, das seht ihr alles wie immer in der nächsten Folge. Lasst gerne wie immer einen Fan-Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Sehen wir uns dann wieder. Euch natürlich viel Glück bei euren erspielten Karten, Rewards und so weiter und so fort. Ihr kennt das Ganze. Haut rein. Tschüss.